morgen. Das müssen wir herziehen. Eichenblätter an. Thank you.
Sauerstoff. Ich weiß, es ist ein Tag.
das schon klar. Wenn das Verstellungsverfahren läuft, kann ich auch nicht zum Einschränken kommen. Weiß ich auch mal. Bestimmt nicht dann selber, wer fährt. Ach so, daher. Ja, die meinen schon, da fährt der richtige mit. Da habt ihr wenigstens Glück, einen, der ein bisschen mit dem Herzen dabei ist und nicht, wie das schon mal vorkommt, einen, den sie dann zwangsverpflichtet haben. Ja, das ist richtig, und die ja. haben dann nicht unbedingt das Verständnis für so Aktionen wie heute. Ne? Das ist wahr. Nö, auch das macht mir ja auch Spaß. Ist doch ein Dienst, ne? Ja, sind zwei Lokdienstleiter kurz hintereinander gestorben bei uns. Oh. Einer mit 54, einer mit 56. Innerhalb von 14 Tagen sind die gestorben. Und ich habe da schon mal Vertretung gemacht und jetzt hänge ich da drauf. Mehr oder weniger gegen meinen Willen, aber es gibt eben keine Alternative. Aber nur Personaldisposition oder haben Sie auch mit den... Wir haben Kommfahrer und Lokführer. Also. Naja, ist nicht nur das Disponieren, das Stundenbuchen, wird alles gemacht. Ja, ja, ja. Der Personalverwendungsnachweis, diese ganzen Sachen, ja, ja. Die Urlaubsabwicklung. Das macht alles ein einziger Mann bei uns.
wie viel haben Sie denn hier noch dran? Wir haben und sind wohl vergeben. Von der Direktion aus ist es vergeben an die Dienststellen, aber ich glaube nicht, dass es schon interessiert an der Strecke wieder. Ja, ja. Obwohl, erzählte mir gestern ein. Aber stimmt das? Also ist ab Wiel, das läuft schon. Das muss doch wohl laufen. Und von hier ab Nina Sesma, wie sieht das denn da aus bis Berg-Neustadt? Da ist ja auch nur noch Berg-Neustadt, ne? Ja, ja, ja. Aber das soll ja wohl auch auslaufen. Das ist auch nur Bedarf. Ja, ja. Ja, nach Bedarf haben wir sowieso überall nur noch. Ende nächster Woche. Wie müssen wir nicht doch planen, zum Beispiel der Kotz? Oder? Ja, aber nur nach Bedarf wird hingefahren. Ach so, oh, ja, auch nicht jeden Tag fahren. Die Strecke wird nicht jeden Tag bedient. Ach so. Okay. Jo, bitte. Ich war einmal an meine Zettel zu verteilen. Das war nur handschriftlich, aber als Vorabinformation. Ja. Da ist eigentlich, das war noch bei der Reichsbahn. Propaganda. Das ist eine Sonderfahrt. Ich habe was mit knapp in Zettel. Hat uns doch nicht verlassen. Nee, meine Zahlen nachher, wenn man hier raus ist. Nee, ist ja auch nicht geprüft hier rauf, aber das war eigentlich nicht. Das ist nicht so einfach hier rauf, da muss man die fahren. Immer muss man raus mit. Sonst kann man höchstens mit dem Fahrrad da rauf. Ja. Das ist ja auch die Brücke. Da weiß ich Bescheid. Warte mal. Wenn ich die so steht, dann gibt es nur einen Schlaf. Ich sag dir, die Tasche ist so kräftig, da gibt es nur einen Schlaf. Siehst du auch mal mit der Breite durch. Oh, so schreckhaft bin ich nicht. Ja, also man kann sogar wegschießen. Von Norden nach Süden, von Osten bis zum Westen. War nicht so eckig. Oh, guck mal, da ist ein Rollstuhl. Alter, 170er Mercedes. Ja, guck mal. Ah, mein Gott, schön. Ja. Die arbeiten da.
Sagen.